Herzlich willkommen, meine lieben Dudes und Dudin, hier zu einer neuen Folge vom FIFA 16 Karrieremodus mit dem SC Freiburg. Wir spielen heute gegen Leipzig und ja, DFB-Pokal steht an, auswärts. Ich bin gespannt, wird sicherlich sehr spannend. Lasst ein paar Daumen nach oben, das wäre richtig cool. Ich habe mich heute dafür entschieden, ein 4-4-2 zu fahren. Also zwei Stürmer vorne zu haben. Das ist schon mal, denke ich mal, ganz gut. Komm. Nichts durchlassen. Das machen die natürlich sehr gut. Müssen aufpassen. Leipzig, starke Mannschaft, Keeper. Hat ihn. Noch einmal, wir müssen hier irgendwie raus. Oh. Ja, wir haben schon leichte Probleme. Die zeigen auch immerhin, wohin Leute gedeckt werden müssen. Finde ich gut. Also die Leipziger zeigen das hier so gegenseitig an. Das ist mir vorher sonst nie so richtig aufgefallen. Oh, nein, ey. Oh, gut gespielt. Achtung. Oh, da ist die Lücke. Keeper. Liegt der Ball neben ihm, er liegt da eine Viertelstunde. Oh, shit. 1-0. RB Leipzig. Na, kann er nichts machen. Bobadilla ist am Start. Ja! Was ist das denn für eine Aktion gewesen? Was war das denn? Bitte? Oh mein Gott. Wir müssen öfter reinflanken. Der Gegner macht's. Petersen, wir sind nie im Leben rangekommen. Direkt die Antwort durch ein Eigentor. Wie lustig. Oh. Abgewehrt. Eigentlich dachte ich, aber der schießt einfach komplett daneben. Kann das sein? Ja. Einfach komplett daneben geschossen. Er versucht noch Fuß vorzuhalten. Petersen, danke. Jawohl! Ballverlust, ausgenutzt, reingeschossen, abgenutzt. Ja, Ball vorgelegt. Und dann kommt da Petersen, die alte Lokomotive. Tut, tut. 2-1, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber das Spiel ist noch lange nicht vorbei. 60 Minuten haben wir noch. Okay, und oben! Vincenzo! Ja, kriegen die Einwurf dafür, dass er mich angrätscht. Okay, thanks. What? Da kriege ich den Ball nicht! Wahnsinn, der liegt direkt auf meinen Füßen, ey, mit einem Tablett serviert. Auf dem Silbertablett liegt da der Ball, weil er den dann nicht so wirklich wegkriegt und... Oh, ist das ärgerlich. Jetzt Rosenberg, kann schon nicht mehr. Jetzt kommt die Flanke, nein, kommt sie nicht. Einmal umgedreht, abgewehrt. Oh shit, Jungs, shit. Ah, oh, gut gemacht. 5 Minuten, erste Halbzeit gleich vorbei. Oh, ganz dumm. Schade. Also, solche Bälle, die dürfen wir nicht verlieren. Da müssen wir aufpassen. Das kann in der zweiten Halbzeit nochmal fatal werden. Wie sieht es von den Chancen aus? 4-1. Okay, wir hatten einen Schuss und 2 Tore, also 3 Schüsse. Die hatten 5 Schüsse. Wow. Also, Leipzig, die bessere Mannschaft. Wir, die effektivere. Wir sind ein bisschen effektiver. Wow, schön Nummer 6. Gaudino ist es, oder? Ist Gaudino unsere Nummer 6? Ich weiß es nicht. Ah, schade. Gut. Der ist auch wieder abgefangen, oder was? Nein, diesmal nicht. Ballannahme dauert zu lange. Nö!
2:2. Shit, Mann. Hab ich den auch noch abgelenkt, oder was? Nee, glaube nicht. Ich glaube, da war keiner dran. Einfach direkt reingeschossen. Sabitzer macht's. Jo, Wahnsinn. Schön gemacht. Schön meinen Spieler zerstört. Und nichts. Nichts, ey. Okay, machen wir das so. Philipp und Lazaro in Sturm. Ja! Wie ist das denn möglich? Philipp! Wie ist das denn möglich? Heute der Tag der unmöglichen Tore. Der Tag der unmöglichen Tore. Also, dass wir da rankommen, okay? Der Tag der unmöglichen Tore. Der wäre hundertprozentig daneben gegangen. Oh! Abraschi, schade. Schöne Aktion. Da musste ich mich komplett konzentrieren. Unser, ne? Gut, 5 Minuten. Jetzt müssen die letzten 5 Minuten nur noch irgendwie klar machen. Mann, spiel den doch nach vorne. Da steht er doch frei. Ich dreh durch, ey. Das wird gerade so richtig eng. Das wird richtig eng. Nein. 1 Minute Nachspielzeit. Dann wären wir weiter. Dann wären wir weiter. Einfach nur noch abwehren. Jungs, einfach nichts mehr zulassen. Mach den Kessel dicht. Oh, come on. Jetzt! Besiegt. Sauber, Jungs. Sauber, sauber, sauber. So will ich das sehen. Genau so will ich das sehen. Und ich muss sagen, viele Chancen hatten wir nicht, ne? Wenn man sich das anguckt. Oh, vielleicht, ja. Oh, 5:4 Schüsse. Wow. Petersen, in Ordnung. Ich denke, damit können wir arbeiten, ne? 5:4 Gucken wir weiter. Das ist auf jeden Fall schon eine super Leistung gewesen. Die zweite Runde überstanden. In Ordnung, sage ich da mal. Pressekonferenz. Wir motivieren hier unsere Truppe. Spulen vor. Und dann haben wir das nächste Spiel gegen Frankfurt. Mal kurz gesehen. Wir sind auf dem 11. Platz. 3 Punkte Vorsprung von Nürnberg haben wir. Mhm. Preisgeld. Okay, können wir mitarbeiten, ist auch okay. Und ein neuer Termin, tralala. Okay, gut. Dann muss ich nochmal schauen, wie es aussieht in der nächsten Folge mit der Mannschaft. Welche wieder einsetzen, welche nicht. Ich bedanke mich da erstmal wieder bei euch. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.